Hallo Leute, heute beginnen wir mal ein Video ganz anders. Wir sitzen schon im Auto und sind auf Oldtimerjagd. Ich habe eine E-Mail bekommen, dass er so ein Auto, wie ich es bereits mal erwähnt habe, dass er so eins hat. Ich will noch nicht so viel verraten, weil ich selber auch sehr gespannt bin, was mich gleich erwartet. Ich habe dann ein paar Bilder bekommen und habe gedacht, oh, krass. Daraufhin hat er gesagt, hey Marco, weißt du was? Mach den Anhänger dran, wir werden uns auf jeden Fall einig. Und ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Ich kenne natürlich Bilder, also ich weiß, wo ich jetzt hinfahre. Aber am meisten bin ich gespannt, wie es da steht. Weil er sagt, es steht in einer Scheune. Also, vielleicht finden wir mal wirklich einen Scheunenfund. Also noch, Moment, 88 Kilometer. Und jetzt wundert ihr euch, hä, er hat doch ein Navi in seinem Fiat, warum benutzt er denn das Navi nicht? Hab euch ja schon mal erzählt. Das Einzige, was in dem Auto nicht cool ist, ist das Navi. Also, über Google Maps fahren geht immer. So, bis gleich. So, wir sind angekommen. Der Dieter übrigens hat gesagt, wir können das filmen, wir können alles zeigen, deswegen, das muss ich ja vorher mal abklären. Du sagtest ja, ich soll den Pelle mitbringen und noch einen Bus mitbringen, weil wir eventuell sogar noch Ersatzteile zu den Sachen haben. Die Bilder von dem Auto hast du mir gezeigt, ich möchte es auch noch nicht verraten, was für ein Auto ist, weil du sagtest, der steht in einer Scheune. Jetzt bin ich echt mal gespannt, weil der Mich hat mich immer gefragt, du würdest gerne mal einen Scheunenfund sehen, ne? Mhm. Meinst du, es ist so richtig, würdest du das einen Scheunenfund nennen? Ich würde es auf jeden Fall einen Scheunenfund nennen, ja. Hast du eine Geschichte zu dem Auto? Gibt es da irgendwas zu erzählen? Weil du hast mir das Auto ja gesagt und ich weiß, dass du das Auto, wie lange hast du das schon? Ich habe jetzt 21 Jahre. Dein Auto, was du fährst, ist übrigens auch sehr selten, ne? Ja, da ist ein Mazda 929, der ist Baujahr 85. Ist das so dein Daily Driver? Könnte man so sagen, ja. Cool. Wenn man sich so guckt, Micha, guck mal hier, da ist die Rundumsicht so gut. Hier ist alles Glas. Also schon eigenartige Optik. Hier ist nur dieser Steg, der quasi die beiden Steigen verbindet. Wenn ich so von der Seite hier das so sehe, Micha, wenn du nur die Linie hier oben siehst, wisst ihr, was mich das erinnert? An die Jetsons. Dieses Auto, so eine Zeichentrickserie, das die haben so Autos, sieht so ähnlich aus. Ich finde, das erinnert mich da. Vielleicht findest du da mal wieder eine Abbildung. Hast du wieder was zu suchen? Ich sage ja, ich habe die Bilder schon gesehen, um was für ein Auto es sich handelt. Aber er sagt, er hat noch ein paar richtig alte Bilder. Weil die Bilder, die ich bekommen habe, waren natürlich aktuell per WhatsApp. Okay, das ist aber nicht das Auto, wo wir drüber sprechen. Nein, das ist nicht das Auto, wo wir sprechen. Klapp mal auf, dann ich weiß ja, um welches Auto es sich handelt. Oh, das sind aber alles ganz andere Autos. Das ist so ein richtiges Bilderalbum, wie ich das auch habe. Golf 1 mit Jetta Front, Manta B. Was ist das für ein Modell? Das ist ein BMW E21. Das ist der allererste Dreier. Okay. Und das war mein erstes Auto. Also mein erstes eigenes Auto, was ich selber gekauft habe. Was für eine Motorisierung hatte der? Das ist der 2,3 Liter Einspritzmotor. Ein Sechszylinder ist das. Also 323i. Ja, genau. Ich sehe immer sehr oft den Manta und sehr oft den Corsa. Bist du das? Das bin ich, ja. Aber der Haarschnitt noch ein bisschen kürzer. Ja. kurz nach der Bundeswehr war das. Wie gesagt, ich kenne ja das eine Auto, welcher da ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der jetzt im Zustand aussieht, wenn du sagst, der steht hier in der Scheune. Zeigst du uns mal deine Scheune? Ja, klar. Gucken wir uns mal an. Warum ist es da auf dem Land immer kälter wie bei uns in der Stadt? Oh, guck mal an. Audi steht hier auch. Kein Quattro. Ja, haben wir hereinspaziert. Achtung, viel Dreck. Ja, so stelle ich mir auf jeden Fall schon mal eine Scheune vor. Achtung, nicht stolpern. Das ist nicht das Auto, wo wir vorhin gesprochen haben. Aber du hast gerade die Bilder gezeigt. Ist das der Manta? Das ist der Manta von den Fotos, ja. Was ist? Ist das dein Corsa? Das ist der Corsa aus den Fotos, ja. What? Jetzt sieht man es wieder nicht. Da kriege ich wieder Gänsehaut. Das heißt, du hast deine ganzen Autos, die du quasi nur mal besessen hast, dich gar nicht so richtig von getrennt, ne? Naja, alle habe ich nicht behalten. Ja, die das sind aber schon einige auch verkauft und andere auch wirklich in den Schrott gegangen. Die waren dann wirklich auf. Aber er steht schon. Der steht auch schon etwas länger, ja. Ach gut, der sieht noch richtig gut aus im Bremenlack. Das nenne ich doch mal ein Scheunenfund, oder? Das ist auf jeden Fall eine Scheune hier. Ich gucke aber gerade, ich bin gerade fasziniert, weil von den Autos weiß ich nichts. Ich vermute, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Dann kann es ja nur unter der Plane sein, das Auto. Ja, sollen wir mal gucken? Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Da hast du diese Autos über die ganzen, also du hast den seit 21 Jahren. Ja. Und hast dich nie von getrennt. Ja, den habe ich behalten, genau.
Ja, den habe ich behalten. Den Corsa hast du auch behalten. Ja. Der Manta steht auch noch hier. Du hast ziemlich viel behalten. Du hast mich ja angerufen oder doch angerufen, angeschrieben, ja, genau, und hast gesagt, hey Marco, ich habe da was, was du schon mal erwähnt hast. Einen 323i habe ich in einem Video erwähnt. Wie kommst du dazu zu sagen, hey Marco, komm mal vorbei, du würdest dich davon trennen? Weil wenn ich sehe, also ich habe schon eine ausgeprägte Leidenschaft, aber ich glaube, du lebst das noch intensiver ja fast wie ich, weil wie gern hätte ich mal erst einen Golf zurück. Ja. Also das muss ich zugeben, den habe ich nicht. Also wie gesagt, ich verfolge deinen Channel natürlich auch, ich glaube auch seit Tag 1, schaue die Videos natürlich auch und habe dann auch gesehen, dass du Interesse hast an einem E21 als 323i. Ich wollte nicht an irgendeinen, ja, ich sage jetzt mal Hampelmann weggeben, der ihn am besten noch schlachtet und dann bei eBay vertickt. Das muss ich auch nicht haben. Krass, oder? Also Wahnsinn, was man mit einer Community oder mit Videos erreicht. Und ich sage ja, ich kann das verstehen, weil ich glaube, wenn ich mir vorstelle, mein erstes Auto würde zerlegt werden oder einer meiner Autos, die ich früher besitze, würde zerlegt werden, da hätte ich gar keinen, also könnte ich auch nicht mit umgehen. Aber der steht ja, klar, du hast den abgedeckt, du hast den ja irgendwann mal gewaschen. Das ist ja so einer der Autos, wahrscheinlich den Manta auch, mal rausgeschoben, mal gewaschen, aber wieder reingeschoben. Wann ist der das letzte Mal gefahren mit dir? Mit roter Nummer ist schon mit Sicherheit 10 Jahre her. Und danach hat er hier nur an der Halle, dass man nochmal mal zum Waschen oder zum Autos verstellen, dass er dann überhaupt nochmal gelaufen ist. Ne? Und seitdem, also, seitdem steht er. Du hast schon gesagt, du hast mir natürlich auch gesagt, ein paar Sachen sind dran. Du hattest gerade, das Zündschloss war kaputt. Hier ist natürlich jetzt sehr, sehr dunkel, da sieht man nichts. Zur damaligen Zeit war das aber auch schon eine gute Ausstattung, ne? Ledersitze, ja, in so einem Auto. Also 323 ist ja sowieso das Topmodell vom, ja, E21. Als 323i, der hat elektrisch Fensterheber, der hat elektrisch Außenspiegel, Leder. Der hat das 5-Gang-Schongetriebe, der ist dann länger übersetzt. Der hat Servolenkung, gab es damals auch nur auf Sonderwunsch. Ich glaube, wenn du früher, wo du damit rumgefahren bist, da warst du doch schon... Da warst der König mit dem Auto, ja. Glaube ich auch. Hättest du, wenn du die Wahl gehabt hättest zwischen einem Zun oder einem Bauer Cabrio, was hättest du dich entschieden, wenn du die Wahl hättest? Was findest du in, schöner? Findest du das Bauer Cabrio schöner oder sagst du lieber das Coupé schöner? Schön sind sie beide. Ich glaube, das Bauer Cabrio, ich würde es doch nochmal wählen, weil es eben noch seltener ist, ne? Weil man die Art von Autos gar nicht mehr sieht. Das wollte ich gerade sagen, das sieht man gar nicht. Heute, wenn ihr das von der Seite, gleich wenn du das von der Silhouette siehst, sieht das ein bisschen eigenartig auf. Ich finde, wenn das aufgeklappt ist, wirkt das so ein bisschen wie so eine Sardinenbüchse, die so aufgerollt ist, weil das hier bleibt ja alles stehen, ne? Genau. Diese Regenrinne. Das hier kann man runterklappen, glaube ich, und das rausnehmen. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Also, ich kenne das, wie gesagt, beim Aero. Da ist es, glaube ich, genauso. Genau. Die KDC Aeros sind auch bei Bauer gebaut worden. Ist auch dasselbe System. Wahnsinn. Also, generell überhaupt so ein Auto noch zu finden. Ich sage ja, 323i, wie oft suche ich da heute? Es gibt zwei Autos, wo ich immer wieder auch meiner Community erzähle, die ich gerne hätte: E21, 323i, Ford Fiesta MK1. Aber warum sollte ich mit dem Lieferwagen gleich mitkommen? Das Auto kriegt ja auf dem Hänger. Okay, da sind jetzt so 2-3 Teile ausgebaut. Sagt, das Zündschloss hatte mal irgendwie Mucken gemacht. Die Teile kriegen wir ja im Kofferraum vom Väter. Ja, aber wenn das wirklich in Frage kommt, brauchst du auch noch ein paar Ersatzteile. Und die habe ich ja zufälligerweise auch noch liegen. Ersatzteile für ein E21? Für ein E21. Guck mal, hier deckt auch alles ab. Das ist so... Boah, geil. Allein wie staubig das ist. Oh... Ich wüsste es. Mengenteile. Ja. Generell, dieses Ersatzteil zu kriegen, ist schon super schwer. Hat dieses Auto Mengenteiler-Technik? Ja. Ja. Oh, weia. Das heißt also, den 323 ans Laufen zu kriegen, wenn der Mengenteiler verdreckt ist, wird echt super schwierig. Aber wir haben ja schon mal ein Ersatzteil, wenn, ne? Ja. Das sind doch nagelneue Bremsen hier, ne? Das sind nagelneue Bremsen. Boah, gelocht, geschlitzt. Gelocht und geschlitzte. Wann hast du die gekauft? Vor 20 Jahren? So ungefähr. Geil. Das ist gelocht, geschlitzt für vorne. Ja. Das sind die für vorne, die innenbelüfteten, und das sind die für hinten. Der E21 hat ja vorne innenbelüfteten Scheiben und hinten normale Scheiben. Hat der schon Scheibenbremse? Der hat einen Scheibenbremse, ja klar. Der auch. Boah, krass. Und das sind die nochmal als gelocht und geschlitzt. Die Hinterachse? Das ist die Hinterachse? Das ist der Hinterachsträger, ja. Ich dachte erst, das wäre ein Träger für den Anhänger. Guck, nö, nee. Ja, allein Ersatzteile weiß man ja selber. Wahrscheinlich E21 gibt es eh nichts mehr oder wenig. Ja, und das, was du findest, ist entweder total runtergerockt, 5-mal gespachtelt, 6-mal überlackiert oder zu horrenden Preisen. Ne? Das ist die originale Motorhaube von meinem allerersten Auto. Ich dachte immer, ich etwas am Fell, aber ich glaube, du lebst das auch auf jeden Fall. Ja. Und das sind Türen E21. Passen die auch in das Bauer Cabrio? Ja, ja, klar. Das ist ja das Schöne am Bauer Cabrio. Der ist ja von der Karosserie her identisch. Das Einzige, was sich ändert, ist halt Dach und die hinteren Scheiben. Also die Scheiben sind wahrscheinlich kürzer, ne? Genau. Und weil die Scheiben sind uns länger geworden. Genau, und die B-Säule ist eine andere. Aber das ist eine ganz normale E21-Tür. Jetzt werden wir mal in die Preisverhandlung gehen. Aber ich glaube,
ich kann euch sagen, er hat das so, der Dieter hat das ein bisschen angedeutet, dass das super, super fair ist. Und er mir gesagt hat, Marco, mir geht es aber hauptsächlich darum, dass das Auto in gute Hände kommt und nicht morgen bei mobile.de zum Verkauf steht. Genau. Das war die Voraussetzung und jetzt sind wir ja wieder beim Thema. Museum, sammeln. Der Pelle guckt im Hintergrund und schmunzelt schon, sagt er, wieder ein Auto im Museum, meinst du nicht, du hast genug? Ich kriege das, denke ich, zu einem so fairen Preis, dass das wahrscheinlich jeder, der jetzt eine E21 sucht, sich sagt, oh, ich hätte den auch genommen. Aber du sagst, da weißt du, er kommt in gute Hände und Leute wie ihr könnt euch so ein Bauer-Cabrio demnächst vielleicht bei uns angucken. Boah, das nenne ich, das sind richtige Scheunenfunde. Ja, und wie gesagt, das ist original WWS, das ist das originale Frontblech. E21. Guck mal hier, wie wenig Rost da nur drauf ist. Ne? Und das ist ja mega steinschlagempfindlich. Deswegen hatten die den auch alle immer schwarz gemacht mit Unterbodenschutz. Auch BMW. Das BMW E21. Das ist der, vor allen Dingen der 323 Itero, der geht auch bis 220. Hast du das auch gemacht, als kleines Kind immer in die Autoscheiben reinguckt, was der Skalenendwert war? Ja. 220 war ja schon schnell damals. Ja, der muss schnell sein. Der muss schnell sein. Aber ich glaube, der 323 war ja auch das Topmodell. War das Topmodell und wie gesagt, gerade mit dem Fünfganggetriebe ist der auch schnell. Ich muss zugeben, ich bin noch nie angefahren. Echt? Ich bin noch nie... Wo ich die Geschichte zu einem 323, warum ich einen 323 gut finde, ist mein Onkel in Schuld. Ich war, ich kann es schlecht schätzen, 9, 10, 12, 13, auf jeden Fall durfte ich noch nicht vorne sitzen früher. Und mein Onkel hatte einen 323i, Diamant-Schwarz-Metallic, das weiß ich hundertprozentig, dass die Farbe so hieß. Und er hat mir das immer gezeigt und hat gesagt, das ist die schnellste Schubkarre Deutschlands. Und da hat er mir das hinten mit den Auspuffrohren immer gezeigt. Da konnte ich hinten zack hoch und als Kind hat man das ja geglaubt. Dann hast du da drin gesessen und ich weiß vom Beifahrersitz aus, das Armaturenbrett ist halt wie gesagt sehr stark zum Fahrer geneigt. Und ich kann mich aber nicht Tacho und an die Zahlen und an den Drehzahlen erinnern. Und da habe ich gesagt, boah, mein Onkel, der hat das schnelle Auto. Boah, ich möchte nicht wissen, wie viele BMW-Fahrer jetzt gerade denken, ey, Marco, weißt du, was du da in der Hand hältst? Hast du auch so alles dabei? Das hast du immer, ja. Allein die Ersatzteile sind ja schon geil. Kannst Micha ja mal fragen, ob er weiß, was das hier ist. Das war Micha, merkst du was? Merkst du? Ich habe das nicht angesprochen. Ich merk schon, Micha, was ist das denn? Das ist ein Kassettenlager. Kassettenlager, genau. Ja, hi. Ja, und was sagst du? Nicht dein Ernst. Also jetzt mal ganz offen gesprochen, wir sprechen hier über einen Oldtimer, der in einer Scheune verweilt seit etlichen Jahren. Ich finde, der sieht echt super aus. Wir haben ja, wie ihr seht, noch gar nichts gemacht. Die Radläufe, alles noch da. Hier ist nichts weggerostet, schwellertechnisch. Von innen sieht er natürlich gerade sehr chaotisch aus. Ja, wie gesagt, da haben wir das ein bisschen rausgebaut. Hier liegt noch ein bisschen Werkzeug. Aber das kriegen wir alles jetzt zusammen. Die Ersatzteile, sagst du, hast du alle? Die Ersatzteile liegen da, ja. Ja, die Haube geht noch richtig rum auf, ne? Oh, hier sehe ich Tuning-Sachen. Der Ölkühler ist doch nicht Serie so groß. Nee, der Ölkühler ist nicht Serie. Der Fächerkrümmer ist auch nicht Serie. Der ist auch nicht Serie. Boah, guck mal hier, das ist noch richtig. Ich bin gespannt, ob wir die Einspritzanlage hinkriegen. Aber wir haben ja zur Not einen Ersatzteil. Ja, wir haben ja keine Wahl. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wie das Auto aufgeht. Du hast hier zwei Bügel. Ja. Die ziehst du einfach. Und das war's im Prinzip schon. Jetzt kannst du das obere Dach wegnehmen. Und jetzt kannst du das obere Dach... So, und das kann man dann einfach rausnehmen. Und so kannst du jetzt auch fahren. Und das Dach passt genau in den Kofferraum. So, ja, diese Kugelscheibe, genau. Genau. So, und im Kofferraum liegt eine Lederpersenning. Die wird dann hier über diese Druckknöpfe, machst du dann hier drüber machst quasi. Hier dann so eine Lederpersenning drüber. Genau, wie beim Golf Cabrio. Offiziell gab es den E21 ja nie als Cabrio. Daher gab es diesen Umbau, dass man so ein Halbteil-Cabriolet hat. Ne? Genau. Früher hätte ich mich immer fürs Coupé entschieden, statt für das Bauer-Cabrio. Aber von der Seltenheit her, dass noch eins mit heilem Dach existiert, ist, glaube ich, schon fast sehr, sehr, sehr selten. Jetzt können wir nicht mehr, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum. Jetzt müssen wir eine leider weiter in die Richtung schieben und gleich auf den Anhänger drauf. Jetzt steht der eh draußen. Tja, nützt nichts. Geil. Die Haube hier geht aber zu, indem sie einrastet. Oder wird die auch mit so einem Hebel zugemacht? Mal, mach mal zu. Ah, nee, da, der genau. Weiß jetzt ich. Schiebst du die einfach nach vorne. Ich finde, wenn du von vorne guckst, dein Auto sieht schon fies aus. Also früher war das, glaube ich, auf der Autobahn, wenn das angeflogen kam und du hast in einem anderen Auto gesessen. Ich glaube, das sah schon fies aus. Und wenn er dann an dir vorbei war, jetzt musst du wieder mit nach hinten kommen, dann hast du erkannt, dass du hier deine beiden Schallimpfer hast. Was sagst du dazu? Cool, mega. Echt geil, ne? Auch so die Kulisse. Mm, die Geschichte ist cool. Ja, finde ich auch. Ey, was meinst du, wie viele Leute und Schätze noch verborgen sind in den ganzen Scheunen und Garagen? Oh. Guck mal, was das hier steht. Das sind ja für mich Schätze. Und guck mal, hier fliegen... Was ist das? Ich würde gerne öfter in so Scheunen gehen. Das würde ich auch gerne. Ich würde auch gerne einfach mal nur
reingehen. Wir können ja nicht immer alles mitnehmen, weil irgendwann sind wir voll, irgendwann haben wir gar kein Geld mehr für Oldtimer zu sammeln. Wenn einer sowas sagt, er hat einen Scheunen oder er hat eine Scheune, wo sowas drin verweilt, und er sagt, ich bin bereit, dir das zu zeigen. Und es ist im Raum in der Nähe von Dortmund, dass wir jetzt nicht bis nach Österreich oder in die Schweiz fahren müssen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, wo wir sagen, hey, wir sind gerade da eh in der Nähe und wir können es gerne mal zeigen, weil jetzt sind wir wieder beim Thema. Restaurieren das Auto ist nicht machbar vom finanziellen her, aber das Auto fahrtechnisch gut zu machen, den Heckspoiler drauf zu bauen, zum Beispiel hier haben wir zwei Macken, beste Beispiel. Hier sind zwei Macken, die habe ich schon gesehen. Wenn wir den Heckspoiler drüber machen, die Macken vorher versiegeln, dann sind die Macken weg. Und das Auto hat eine Zeitgeschichte, das Baujahr 80 oder 81, also von daher darf der auch Macken haben. Deswegen mega, ich finde es mega und jetzt fangen wir echt an aufzuladen, weil... Ich will den Stil nach Dortmund haben, bevor es Dieter sich woanders überlegt. Ey, wenn es gleich nicht geht, helfe ich euch natürlich. Wenn's, ja, genau. Wegen dir wird es ja wahrscheinlich auch klappen. Genau. Okay, warte, ich helfe euch. Ich lege die Kamera hier. Das gehört noch zu E21. Das ist das Gebläse, was da fehlt. Das packen wir jetzt da rein. Hier sind auch schon ein paar Sachen drin, ne? Oh. Das wird ein schönes Puzzle. Pelle wird sich freuen. Aber ich auch. Ich freue mich, wenn das fährt. Das ist halt der Nachteil von Scheunenfunden, dass es nicht reinsetzen und losfahren. Aber dafür hat man halt was extrem Seltenes. Da ist die Tür. Beifahrerseite. Kurz einen Zwischenstand hätte ich gerne von. Zwischenstand. Mhm. Das sieht doch ordentlich aus. Das sieht toll aus. Das hast du auch nie ausgepackt. Das habe ich nie ausgepackt. Ja. Warum hast du dir was bestellt und nie ausgepackt? Ey, das hast du echt noch nie aufgemacht. Guck hier, da siehst du. Ist noch in D-Mark, ne? Was ist denn da drin? Ja, muss mal gucken. Das ist da drin. Hä? Das ist nochmal ein Heckspoiler, ne? Das ist ein Originalzender Heckspoiler mit ABE. Gut, die Dichtmasse, die würde ich vielleicht nicht mehr, aber es ist Originalzender Dichtmasse. Für was ein Auto ist der? Der E21. Krass, den hast du dir damals bestellt? In Nango. Das ist so ein heiliger Gral. Ich habe so einen Heckspoiler genau so von einem Audi. Audi 80 Quattro in nagelneu. Da steht sogar. Ja. Zender, Karosseriezubehör. 316 bis 323. Ja. Ja, und da siehst du auf dem Foto auch, wie es mit aussieht. ABE. Den soll ich auch mitnehmen? Ja, sicher. Der bleibt aber im Karton. Geil. Unfassbar. Da ist es auch egal, ob man dreckig wird. Viel Spaß, wie fühlt sich das für dich jetzt an? Ja, komisch natürlich. Jetzt hatte ich natürlich jetzt ein bisschen Zeit, mich da gedanklich, moralisch drauf vorzubereiten. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass der irgendwo verschwinden würde oder geschlachtet oder so, hätte ich da nicht gemacht. Jetzt nochmal zurück zu deinen Autos. Keine Sorge, ich will sie nicht haben. Würdest du dein Corsa, wenn jemand irgendwann mal kommt, abgeben oder sagst du mir, nein, das auf keinen Fall? Nur so Interesse halber. Also wann hast du den das letzte Mal geschoben oder bewegt? Das sieht so aus, ob das etlichste Jahre her ist. Auch 12, 13 Jahre. Böser Blick, weiße Blinker, da warst du der König. Früher war es das mit, ich nenne es mal vorsichtig, das sieht schon aus, ob du damit Schnee schieben kannst. Ne? Ja. Das ist ein Spoiler. Das ist so Tuning typisch 80, 90er Jahre. Ja, kannst du dich mal reinsetzen. Ach. Ich glaube, die Tür ist mal Wahnsinn. Die Tür war schon lange nicht mehr auf, vermutlich. Wenn es jetzt nicht so ein Soggeräusch gibt. So. Oh, aber guck mal. Boah, krass. 28er oder 30er, ja, Lenkrad? Boah, da konntest du früher nicht mitfahren mit den kleinen Lenkrädern. Ja. Muss mich doch mal reinsetzen. Da ist so ein Otisilie drin, das verrät, dass es doch gar nicht so lange her sein kann. Und da gab es Red Bull schon zu der Zeit. Warte, ich sag's dir. Abgelaufen Dezember 2005. Das ist doch schon ein bisschen was her. Und die hohen Dosen haben ja durch den hohen Zuckergehalt wahrscheinlich eine lange Haltbarkeit gehabt. Ja. Könnte also in den 2000er Jahren rum gewesen. Denke ich, ja. Und du kannst dich nicht von trennen, ne? Was war da für Motor drin? 1,4er. 60 PS? Ja. Da stecken Erinnerungen, ne? Ja. Ich sage, ich finde die Geschichte faszinierend. Erst die Bilder und ich denke so, cool, alte Bilder habe ich auch. Aber die Autos hier unter der Plane dann aufzuheben oder auch ohne Plane. Ich glaube, du verkaufst oder du gibst mir ein Stück deines Lebens. Ne? Es ist, das kann man ganz klar so sagen. Ja. Aber hier drin würde auch nicht schöner werden. Ne? Das ist nämlich der Nachteil an der Sache. Da fällt mal eine Dachpfanne rein und wenn das bei dem BMW passiert, ins Dach, dann ist es kaputt. Du kriegst keine Ersatzteile mehr. Ja. Je nachdem, wie wir mal Zeit und Geld haben, werden wir immer mehr in unsere Projekte überall ein bisschen Geld reinstecken. Aber das Wichtigste bei dem Auto, hat Pelle auch schon gesagt, wir machen auf jeden Fall, dass der Motor läuft, dass der anspringt, das ist mir auch immer wichtig, dass die Autos bei uns in der Halle fahren. Hm. Jetzt habe ich ja ein paar Heckspoiler zum Beispiel, wo Macken sind und sowas. Das werden wir alles so lassen. Das ist halt ein Zeitzeuge. Die Autos sind halt benutzt worden, die sind gefahren worden. Die können alle eine Geschichte erzählen. Du kennst deine Geschichte zu dem Auto. Wenn du ihn bei uns
den ich stehen siehst, weißt du, okay, die Macke, weiß ich genau noch, wo sie her ist. Ja. Deswegen lassen wir sie auch. Wenn wir sie alle restaurieren würden, hätten wir ein Museum quasi mit Neuwagencharakter. Das bin nicht ich, weil ich finde diesen Charakter hier viel geiler. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, ich würde sagen, wir sind ja durch hier. Jetzt gehen wir nochmal zum Auto. Dann sagst du deinem BMW nochmal ciao. Und wink nochmal einmal hinterher. Genau. Ja, jetzt bin ich stolzer Besitzer eines 323i Cabrio, Bauer Cabrio. Kann ich irgendwas für dich tun oder meine Community für dich tun? Weil ich kriege ja auch meine Community, sehe ich ja, welches Feedback ich bekomme. Ja, da wäre wirklich was. Und zwar für meinen Mazda, da suche ich noch ein paar Alufelgen. Natürlich wäre schön, Originale von dem Fahrzeug mit den originalen Design. Zubehör würde auch noch gehen, müsste natürlich H-konform sein. Also irgendeine moderne Fossen- oder Rotiform-Felge, das geht natürlich nicht. Würde auch nicht aussehen auf dem Auto. Aber eine PBS oder irgendwas. Also die originale Alufelgen, die es beim 929er Mazda gab vielleicht. Ja. Also sprich, wenn irgendjemand die im Keller hat, würde er mir einen riesen Gefallen tun. Von mir aus kommentiert da drunter, schreibt mich an, schreibt bei uns in der Firma oder ruft bei uns in der Firma an, dass ihr sowas habt. Dann rufe ich den Dieter und sage, hey, hier hat jemand Alufelgen und ich verbinde den Kontakt. So, jetzt winkt dein Auto nochmal hinterher. Ich hau schnell ab, bevor du wieder anders überlegst. Alles klar. Und ich bin weg. Ciao.